vorerstes Demonstrationsrecht auseinanderklauben, ist ein bisschen anders. Ingwerzing, bleiben wir bei der Klimakrise, die von der FPÖ ja gerne ökomarxistischer Klimawahn genannt wird. Wenn die FPÖ an der Regierung wäre, was wären Ihre drei wichtigsten Maßnahmen gegen die Klimakrise? Schauen Sie, einmal grundsätzlich gehen wir mal ein bisschen zurück. Wenn man sich anschaut, welche Klima- und Umweltkrisen wir schon erlebt haben und wie oft die Welt schon untergegangen wäre in den letzten 40 Jahren, kann mich an meine Schulzeit erinnern. Da hat uns das Ozonloch nahezu umgebracht. Dann war es direkt anschließend gleich das Waldsterben. Dann waren es irgendwelche Unwetterkatastrophen und jetzt ist eben die Klimakrise da. Und wissen Sie, wenn man in den Medien nachschaut, was auch seitens des ORFs ganz, ganz massiv betrieben wird, dann habe ich den Eindruck, dass man alle paar Jahre einen neuen Modus operandi findet, um die Leute irgendwie in Angst, Furcht und Schrecken zu versetzen. Klimakrise gar nicht. Nein, es gibt natürlich Wetter- und Klimaphänomene, die sich verändern, aber das ist grundsätzlich in der Erdgeschichte öfter zu beobachten. Also und der Neusiedlersee, den Sie jetzt einmal in einer lustigen Doku trockengelegt haben, da war das vor 150 Jahren in etwa auch. Ja. Ja, also das heißt, diese Veränderungen hat es gegeben. Was man tun muss, und das hat übrigens auch Norbert Hofer schon in seiner Zeit als Verkehrsminister gemacht, natürlich muss man schauen, dass man entsprechende Technologien vorantreibt, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Aber wir sind für 0,2% des weltweiten CO2-Ausstoßes in Österreich verantwortlich. Und glauben Sie wirklich, dass wir, wenn wir jetzt auf der Autobahn statt 130 nur mehr 100 fahren, dass das irgendetwas auf dieser Welt verändern wird? Die Einzigen, die lachen, sitzen auf allen anderen Kontinenten. Die bauen nämlich weiterhin ihre Kohlekraftwerke, ziehen die Wirtschaft ab und schauen zu, wie Österreich und Europa wirtschaftlich untergeht. Okay.